Innenstaatssekretär Dr. Michael Wilhelm war einer der ersten im Wasser und ging mit gutem Beispiel voran, sich für diese Aktion und damit für Demokratie und Toleranz stark zu machen. Das ist ganz wichtig. Man muss nach außen hin deutlich machen, dass die Bestrebungen, die ja teilweise erkennbar sind, jetzt gestern und vorgestern wieder in Freital von ganz wenigen Menschen in Sachsen, dass das nicht von der Mehrheit der Bevölkerung getragen wird. Das sieht man wirklich den erheblichen Zuspruch, den wir haben bei diesen Veranstaltungen, die wir jetzt in den letzten Jahren ausgerichtet haben. Über 500 Teilnehmer von groß und klein. Der Jüngste ist teilweise 3 Jahre alt. Dann haben wir 70, 75-Jährige, die über 10 Kilometer schwimmen und damit ganz deutlich machen, wenn sie ins Wasser springen, sind sie für Demokratie und Toleranz. Wir haben einen erheblichen Zuwachs an Schwimmern in den letzten Jahren erfahren und das tut uns alle positiv stimmen. Positiv stand man auch in Kamenz diesem Schwimmevent gegenüber und damit auch der Anfrage, selbst einmal Ausrichter zu sein. Herr Dr. Wilhelm kam vor 2 Jahren auf uns zu. Eigentlich schon vor 3, ob wir uns das nicht vorstellen können, hier Ausrichter für das Schwimmen, für Demokratie und Toleranz zu sein. Da haben wir erst uns mal ein Stück weit angeguckt, denn leider haben wir kein Freibad. Aber wir haben eine sehr, sehr gute Schwimmhalle im Ort in Trägerschaft des Landkreises. Aber vor allem, was mit dem Motto viel wichtiger ist, wir haben ja hier im Landkreis Bautzen, in unserer Stadt, das größte Asylbewerberheim. So dass der Kontakt mit Fremden, mit Menschen, die zu uns kommen, die zum großen Teil hier Zuflucht suchen, dieser Kontakt mit uns bei uns gegeben ist. Und von daher ist es schon eine Ehrensache, beinahe so ein Schwimmen unter diesem Motto hier auszurichten. Wie funktioniert der Wettbewerb? Möglichst viele Teilnehmer legen innerhalb von 6 Stunden so viele Kilometer wie möglich zurück. Geschwommen wird nicht gegeneinander, sondern miteinander. Willkommen sind alle ganz gleich, ob aktive oder Gelegenheitsschwimmer, Senioren oder Kinder. Und auch wenn das Ergebnis am Schluss nur zweitrangig ist, ein bisschen Ehrgeiz schwimmt bei allen Teilnehmern. Egal ob im angenehmen Hallenbad in Kamenz oder bei nur 18 Grad Wassertemperatur im Freibad in Bischheim mit. Es geht aus meiner Sicht zunächst erstmal um die Freude, sich unter dieser Überschrift Schwimmen für Demokratie und Toleranz ins Becken oder in Bischheim ins Freibad zu wagen. Dort natürlich auch ins Becken. Aber es kommt auch nicht darauf an, wie viel geschwommen wird. Wir haben hier natürlich mit dem OSSV, mit Gästen aus Döbeln, mit Gästen aus Limbach-Oberfrohna, haben wir hier schon eine starke Schwimmerriege. Und wir dürfen gespannt sein heute Nachmittag auf die geschwommenen Meilen oder Kilometer, je nachdem, wie man es ausdrücken will. Am Ende waren es 470 geschwommene Kilometer. Im kommenden Jahr wird das Schwimmen für Demokratie und Toleranz dann in Limbach-Oberfrohna stattfinden. Oberbürgermeister Roland Danz übergab an Dietrich Oberschelp den Staffelstab, der ihn stellvertretend für den Bürgermeister der großen Kreisstadt im Landkreis Zwickau entgegennahm. Ziel wird es auch dort sein, viele Bürger zu ermutigen, sich für Demokratie und Toleranz stark zu machen.